Die Weisheitsrittchenmaus, Teil 1. Einleitung. In einer Welt, in der sich wenige Menschen vollkommen wohl fühlen, schenkt uns Rittchenmaus einen Plan für das Überleben der Welt und der Seele. Rittchenmaus tiefe Gottesliebe ist auf der ganzen Welt bekannt. Lange als eine spirituelle Kraft für den Frieden an den Vereinten Nationen verehrt, bittet dieser demütige, von Gott geleitete Autor die Menschen dieses Planeten nach innen zu schauen, die wesentlichen Wahrheiten der Spiritualität neu zu entdecken, die sein außergewöhnliches Leben so sehr gesegnet haben. Der Name Chinmoy mit seiner Bedeutung erfüllt von göttlichem Bewusstsein weist hin auf die Botschaft dieser tiefen Seele. Er lebt, um ein bedingungsloses Instrument Gottes zu sein. Er vertraut Gott. Durch all seine Reflexionen zieht sich ein mitfühlendes Einssein mit Gott und den Menschen. Er wird traurig, wenn er daran denkt, wie die Menschen die Religion benutzt haben und noch immer benutzen, um sich voneinander abzugrenzen. Sri Chinmoy glaubt, dass das Ziel des spirituellen Lebens die Selbsttranszendenz, das sich selbst überschreiten ist. Während der Mensch seine Hände nach Gott ausstreckt, reicht Gott seine Hand zum Menschen herab. Die Verbindung wird hergestellt und vertieft, sich mit jedem Menschen, der danach strebt, sich für Gottes Licht, Gottes Willen und einen höheren Bewusstseinszustand zu öffnen. Er ist ein Förderer des Friedens, der Anhänger aller Religionen anzieht und sie das Einssein der Welt erkennen lässt. Er sagt, dass sich wahre Religionen durch Vergebung, Toleranz, Mitleid, Einssein und Brüderlichkeit auszeichnen. Seine Werke sprechen ein breites Publikum an. Christen, Juden, Muslime und andere Gläubige werden in seinen Werken viele Stellen voll tiefer Einsicht und hilfreicher Beobachtungen finden. Für jene, die ihren Weg zu finden versuchen, bietet er eine Form des Gebetes an, zu der Folgendes gehört: Konzentration, das Zentrieren aller Aufmerksamkeit auf einen kleinen Gegenstand, um das Bewusstsein zu schärfen. Meditation, Reflexion über und Identifikation mit dem weiten Universum und den größeren Dingen, sowie Kontemplation, ein Gewahrsein Gottes, das so vollständig ist, dass man das Einssein und die Liebe erfährt, die von Gott kommen und in jedem Menschen und in der ganzen Schöpfung leben. Sri Chinmoy glaubt an die Wiedergeburt. Er beschreibt die Vorstellung, dass die Seele mit jeder Inkarnation zu einem höheren Zustand fortschreitet. Seine Lehren wurzeln im Gebet, und er ermutigt seine Leser, die Welt mit einem frohen Geist anzunehmen, um das Schicksal und das Angesicht der Welt zu verändern. Er lädt den westlichen Mensch ein, davon Abstand zu nehmen, die Welt besitzen zu wollen, und ermutigt zugleich den Menschen des Ostens, zu erkennen, dass Askese keine Lösung ist. Sri Chinmoy glaubt daran, dass Gott unsere Welt retten wird. Das Licht Gottes ist stärker als die Kräfte des Bösen. Obgleich er tiefes Vertrauen in Gott hat,
weisen seine ruhigen Betrachtungen eine Dringlichkeit auf, die der Menschheit zuruft: Wach auf, geh tiefer, liebe so, dass Gottes Wille geschehen möge. Ich finde seine Werke für mich persönlich hilfreich. In einer Zeit, in der Stress etwas Reales ist und es schwer fällt, ausreichend Zeit zum Gebet zu finden, erinnerte mich Sri Chinmoy daran, dass, wenn ich Gott zum Zentrum meines Lebens mache, meine Arbeit und meine Gebete mir helfen werden, diese Welt zu einer besseren, friedvolleren Welt zu machen und der Mensch des Glaubens und der Liebe zu werden, der zu sein ich berufen bin. Monsignore Thomas J. Hartmann, Diözese von Rockwell Center, New York. Jeff Bloom, Sevagram, Blue Dove Press, 4204 Sorrento Valley Boulevard, Suite K, San Diego, CA 92121. Mein lieber Sevagram, aus der Tiefe meiner Dankbarkeitsherzens möchte ich Ihnen für Ihr Manuskript meiner Schriften danken. Ich bin außerordentlich stolz auf Sie und Ihren Assistenten Andy Subko. Sie haben meine Schriften mit größter Liebe, Sorgfalt, Ergebenheit und Hingabe zusammengetragen. Wie Sie wissen, wurden über 1300 meiner Bücher veröffentlicht, überwiegend in unserem eigenen Verlag Ohm Publications. Ich möchte Ihnen sagen, dass das Manuskript, das Sie beide geschaffen haben, einzigartig ist. Es ist eine wahre Liebesarbeit, die sowohl Ihren bemerkenswerten Blick für das Detail wie auch Ihre enorme spirituelle Tiefe offenbart. Ich stimme gerne dem Titel zu, den Sie für das Buch vorgeschlagen haben, Die Weisheit Sri Chinmoys. Meine Studenten, die das Manuskript durchgelesen haben, waren begeistert und viele erzählten mir, dass sie es nicht aus der Hand legen konnten. Ihre freundliche Würdigung meines Dienstes für den Weltfrieden hat mich sehr tief berührt. Mein lieber Sevagram, Sie und ich befinden uns im selben Boot. Wie seelenvoll Sie Ihr Leben der Aufgabe widmen, wahre Spiritualität zu fördern, indem Sie die Schriften der geliebten Heiligen, Weisen und spirituellen Meister der Menschheit publizieren und verbreiten. Nur die Transformation jedes einzelnen Menschen auf Erden kann und wird Frieden auf Erden schaffen. Die wunderbaren Publikationen Ihrer Blue Dove Press verteilen duftende Friedensblüten und äußerst köstliche Friedensfrüchte an die nach Frieden hungernden Sucher auf der ganzen Welt. Nochmals anerbiete ich Ihnen mein Herz unendlicher Dankbarkeit und mein Leben unendlichen Stolzes. Mit Ihnen verbunden in Gott, Ihr Sri Chinmoy. Anmerkungen des Mitherausgebers. Welch reine Wonne war es, sich in den erleuchtenden Worten Sri Chinmoys Stunden und Tage und Monate am Stück zu sonnen und aus seinen 1300 veröffentlichten Büchern diese ewigen Juwelen der Weisheit herauszulesen. Welche Gnade! Sri Chinmoy ist in der Tat ein unendlicher Ozean der Gnade. Das ist unbestreitbar. Wie Buddha, Sri Krishna, Jesus Christus, Sri Ramakrishna und andere große spirituelle Persönlichkeiten vor ihm, gibt Sri Chinmoy dem Sucher, worum immer er gebeten wird, und viel, viel mehr, weit über jedes Vorstellungsvermögen hinaus. Ich kann nur vorschlagen, dass der Leser bei der Lektüre des Buches alle vorgefassten Ideen und Definitionen beiseite lässt und in den Bewusstseinsozean Sri Chinmoys eintaucht. Wie berauschend, mit diesem grenzenlosen und unergründlichen Ozean zu verschmelzen. Wie erfrischend. Danke Ihnen, Sri Chinmoy, für eine lebensverwandelnde Erfahrung. Andy Subko.